Juhu. Können wir weitermachen. Und zwar geht es jetzt um das Tai Chi. Ich denke mal, alle kennen was und wissen, was Tai Chi ist. Also ich fange jetzt an, ich stelle mal kurz das Tai Chi vor. Kampfkunst. Und die innere Kampfkunst beschäftigt sich nicht damit, äußere Feinde zu, in Schach zu halten, sondern den eigenen Körper zu kultivieren und den eigenen Geist in Einklang zu bringen mit dem Körper. Heutzutage wird Tai Chi Chuan als eine Art Volkssport betrieben, und zwar meistens am frühen Morgen in den...